Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Es ist die 99. Folge. Wir spielen auf der Map Farmland 4x3. Und ja Leute, das ist schon krass, 99 Folgen Bed Wars jetzt. Morgen kommt die 100. Folge. Da werden wir ein kleines Special machen. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Achso, was wichtig ist, wir spielen Farmland. Die Map habt ihr euch gewünscht, also ein paar von euch. Was ich machen werde, ist vielleicht so ein kleines Umfrageding oder ähnliches. Auf jeden Fall schreibt erstmal in die Kommentare, welche Map ihr als nächstes sehen wollt. Das ist mir sehr wichtig. Weil, wie ihr merkt, versuche ich euch hier so gut wie möglich mit einzubeziehen und wirklich das, was ihr sehen wollt, zu bringen. Das ist mir nämlich das Wichtigste, damit ich halt meine Community irgendwie damit einbeziehen kann. Weil mir das dann einfach auch viel mehr Spaß macht. So, was wichtig ist, kurz, zack, zack. Hier brauchen wir unbedingt der Swan. Und dann brauchen wir mal kurz hier Spitzhacke, damit ich die Blöcke, die ich da gerade gesetzt habe, auch wieder abbauen kann. So, weil wenn du hier... So, das eben jetzt ganz provisorisch hier auch einmal langziehen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Puh, jetzt muss der Turm sich aber ganz schön beeilen, um hier mal eben kurz Endstone zu gönnen sich. Damit er das hier zumachen kann, kann er hier Kisten hinsetzen und damit ist das Bett gut genug eingebaut für den Anfang. Das ist wichtig, nämlich auf dieser Map. Kann man theoretisch hier oben auch noch einen Endstone hinsetzen, einfach damit es schöner aussieht. Sehr gut, das ist wichtig auf dieser Map. Merkt es euch, den kickt man dann immer ziemlich leicht runter und macht denen hier einen Aufgang, damit die ein Problem haben. Oh, der hat ein Schwert, das war natürlich ein bisschen unpraktisch. Warum habe ich da diese komische... Ach, ich habe den aber noch gekillt, den Lord Hardy LP. Ist natürlich auch ein sehr cooler Name. Was auch wichtig ist auf diesem... Also, mir gefällt die so, geht so, weil ich die doch sehr klein finde. Trotzdem ist es keine schlechte Map. Ich spiele auch mal gerne... sind wir Team Gelb? Tatsächlich sind wir Team Gelb. Das ist ja richtig optimal. So, dich bitte ich darum, einen Abgang zu tun. Danke. Vielen Dankeschön. Gut, dass es auch keinen juckt, dass ich euer Bett abbaue. Nein! Geh weg! Bitte, ich bitte dich drum. Bitte geht weg. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Yes! Danke, Alter. Das war im letzten Moment, ey. Boah. Huiuiui. Okay, war knapp, aber hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ja. Gut, hier haben wir tatsächlich sogar ein bisschen Eisen. Also das ist ganz wichtig, dass das so ist, weil wenn jetzt hier einer versucht, die Kisten abzubauen, den werden wir immer entdecken. Und ja, das ist sehr wichtig. Und so können wir ihn halt leichter runterkicken, als wenn wir da jetzt noch 10 Blöcke vorsitzen. Das wäre dann nämlich auch nicht sicherer im Endeffekt. Oh, ich habe noch einen Kill gekriegt, weil der eine geleftet hat, aber ich den letzten Schlag drauf gemacht habe. Ist praktisch, wir haben einen Bogen, ist stark. Ist eine starke Geschichte. Bam, bam. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, komm schon, gib ihm. Oh, sehr schön. So, hier bringen wir auch nochmal 3 Gold nach Hause. Gib, 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 gib. Danke. Oh, yes. Sehr schön. Noch ein Bogen. Und so muss das. Ja, es läuft auch ganz gut, glaube ich. Ich hoffe, in der Facecam und so ist alles in Ordnung. Zack. Holen wir uns hier erstmal dies hier. Ah, der grüne ist aber nicht bei uns. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Wir haben gar keine Treppe in die Mitte und trotzdem juckt es keinen. Also trotzdem werden wir nicht irgendwie... Gott. Nein. Also sowas in... Nein, ey. Sowas Inkompetentes habe ich von mir tatsächlich noch nie erlebt. Was war das? Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für eine epische Zeitlupe, meine Freunde. ohne Witz, ich bin einfach... Ich habe schon so gemerkt, auf einmal, als ich hier lang gesprungen bin, oh, das wird ein bisschen unsicher. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich runterfalle. Okay, das war richtig billig. So.
Zack, jetzt haben wir hier auch eine Treppe hoch, damit man die schön rushen kann. Weil rushen ist immer wichtig fürs Allgemeinbefinden. So, theoretisch kann man ja hier einfach mal den hier bringen. Kann die ja eh nicht jucken, weil die keinen Bogen haben. Und dann ist man jetzt einfach mal hier. Achtung, von grün. Auf grün sollte man auch noch aufpassen, tatsächlich. Komm schon, Torben, gib ihm. Sehr gut. Oh, ich liebe dich. Ah, Torben, ey. Bam, ease. Sehr gut. So, die sind down. Da oben habe ich noch den anderen gesehen, richtig. Da oben chillt der. Ah, überall Getreide. Ah! Hilfe! Hier ist alles voll mit Getreide und sowas. Er hat einen Rückschuss-Tümpel, alles klar. Ein bisschen Vorsicht ist angesagt. Kann man hier rein? Nein. Schade. Ich mag solche Maps, wo man auch so ein bisschen entdecken kann. Hi. Oh, läuft bei dir. Aua. Das tat echt ein bisschen weh. Ich bin gerade in einer Aufnahme, deswegen kann ich leider keine Party annehmen. Ach Gott! Wie soll ich denn hier hochkommen? So, machen wir das Ganze nochmal. Hi! Oh, er hat mir ein bisschen gegeben, schade. Ja gut, ne? Der sollte jetzt halt nicht sich dick equippen. Einmal kurz hier auschecken. Alles in Ordnung, ne? Alles traumhaft. So, dann holen wir uns hier das Rückstoßknüppelchen. Ah, sehr gut. Der Rote ist tot. Das war wichtig. So, dann haben wir... Oh, wir haben ein Schwert. Von wem haben wir das denn bekommen? Dankeschön. Teamspieler sind wichtig in dieser Welt. Dann gönnen wir uns jetzt natürlich auch noch eine Chestplate. Also wenn man so ein Team hat wie jetzt hier bei Farmland, dann läuft das ja auch. Aber leider hat man sehr oft tatsächlich... guck mal, ich verstehe sowas nicht. Warum spammt ihr mich jetzt wieder hier mit Partys voll? Wenn ich eine nicht annehme, Leute, dann ist das nicht, weil ich das nicht gesehen habe. Manchmal achte ich auch nicht drauf, da habt ihr schon recht. Aber meistens ist das dann, weil ich entweder in der Aufnahme bin oder einfach gerade keine Lust auf eine Party habe. Das sind die Hauptgründe. Und damit müssen wir euch dann halt auch nochmal abfinden. Ich spiele so oft ich kann. Kommt einfach auf den PS. Dann, ich spiele super gerne mit unseren Abonnenten. Echt, das macht mir wirklich echt viel Spaß, wenn man auch immer wieder neue Leute kennenlernt. Ja, aber wirklich, immer geht's tatsächlich nicht. Dann bist du nicht so. Kann man die einfach mal zum Eisen bringen, da hoffe ich, dass keiner deckt. Zack, zack, zack. Ne, das spare ich noch ein bisschen. Einer hat. So, schon mal da. Ich habe auf jeden Fall auch nichts zu tun. Die wissen Bescheid, wie das in Metros auch läuft. Kann ich mir nämlich den besten Bow of Life kaufen. So. Jetzt hat er mich ins Visier genommen hier. Erstmal ein paar Kreise einfach laufen. Und dann wie aus dem Nichts rennt er hier rüber. Und
saved sich den besten Bogen, Ease get wrecked. Oh, jetzt hätte ich mir fast den schlechtesten Bogen gekauft. Das wäre natürlich ein bisschen unpraktisch gewesen. So, aber es kam echt überraschend, oder? Dieses, auf einmal stößt er hervor. So, das Lustige ist, wir können von allen Seiten schießen. Ich habe den besten Bogen. Das heißt, du kriegst Rückstoß des fucking Todes. Ah, war leider ein bisschen zu spät. Ne? Aber hat schon gemerkt, ich bin tatsächlich kein schlechter Bogenschütze. Also habe ein wenig Respekt vor unserer Leistung hier. Nee. Hallo? Oh, oh, Stempel des Todes. Geil, Leute! Geil! Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschossen. Ich finde, das ist perfekt für die 99. Folge Bad Boss, oder? Was haltet ihr davon? Mann! Ja, wie? Kommt man jetzt gar nicht mehr auf den Gomme-Server, oder was? Doch, jetzt geht's. Ja, ist doch super. Also, ich finde, das ist ein tolles Ende. Sollen wir das so stehen lassen? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe Farmland ist so eine Map, ne? Da habe ich jetzt die schöne Runde drauf gespielt. Ich finde, man kann das so lassen, oder? Es waren jetzt 10 Minuten Bad Wars Action. Ist auch auf jeden Fall echt stark, oder, Leute? Mann, ja, wir hätten die Runde eh gewonnen. Das war so kurz davor. Er hätte noch einen Schuss abgekriegen müssen. Seid ihr zufrieden damit? Ich weiß. Ja, das ist Folge 99. Morgen kommt das dicke Special, Leute. Ich denke, ihr müsst jetzt damit zufrieden sein. Ich habe keinen Bock, Farmland nochmal zu spielen. Ich mag die Map nicht allzu besonders. Ja, dann hoffe ich, lasst doch trotzdem ein Like da. Wir hätten die Runde jetzt auch so. Ach man, ich kann gar nicht sneaken. Wo bin ich? Ja gut, ne? Wir hätten die Runde ja auch so gewonnen. Also hoffe ich, lasst da trotzdem ein Like da. Dann sehen wir uns bestimmt morgen wieder bei der 100. Folge Bad Wars. Die solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Da sind wir auch wieder alle zu dritt am Start, weil wir alle drei Premium haben, ja? Und ja, da... Hi. Hi, Spinnennetz. Hi. Na, wie geht's? Alles klar bei dir? Die solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das wird mega cool. Freue ich mich auch persönlich schon ziemlich drauf, endlich mal wieder zur dritten Aufnahme zu machen. Die werden wir wahrscheinlich heute auch schon machen. Vielleicht, wahrscheinlich, hoffentlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch bis dahin langweilig ist, guckt doch mal bei Tobi rein, der macht nämlich auch Videos. Aber nur, wenn euch langweilig ist. Ne? Weil meine sind qualitativ natürlich wesentlich besser. Und davon abgesehen sind meine natürlich auch unterhaltsamer. Nein, natürlich nicht. Guckt gerne bei Tobi in seiner Ender Games Serie vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns morgen bei der 100. Folge von Minecraft Bad Wars All wieder. Dann wieder zu dritt mit Tobi und Flori am Start mit einem dicken Special. Wir sehen uns morgen. Haut rein und ciao.